Das Huawei Mate 9 hatten wir uns ja schon mal kurz auf dem Launch-Event angeschaut. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein näherer Blick, dass wir uns mal ein paar Details anschauen können. Denn das Ding ist ja wirklich auch eine Schönheit, muss man sagen. Da könnt ihr euch jetzt einen näheren Eindruck verschaffen. Ich habe auch erste Testergebnisse für euch, also insbesondere Akkulaufzeit, Benchmark-Leistung hier vom Prozessor. Es gibt ein paar nähere Details zur Bedienung, die ich euch noch zeigen möchte. Und ich habe vor allen Dingen schon mal nachgemessen. Fangen wir mal an mit dem Display. Es hat nämlich genau genommen 5,88 Zoll oder 149 mm in der Diagonale. Und deswegen kann ich euch jetzt auch exakt die Schärfe nennen. Bei 1080 x 1920 Pixel, ihr erinnert euch, kommen wir auf 373 ppi oder 218 Pixel pro Quadratmillimeter. Gut, das ist jetzt 19% unterm Durchschnitt, aber kann man auch absolut mit leben, finde ich. Weil ihr seht ja auch hier diese kleinen Schriften, hatte ich euch ja schon gezeigt, kann man trotzdem gut lesen. Und vor allen Dingen, erstens, ich habe eine sehr, sehr gute Darstellungsqualität, weil das ist IPS Dual Domain, wie ihr hier seht. Das heißt also wirklich hohe Blickwinkelstabilität. Und das andere ist, es ist angenehm hell. Also ich gebe ja euch mal einen weißen Hintergrund drauf. So, hier in der Bildschirmmitte habe ich gemessen, exakt 600 Candela pro Quadratmeter. Das ist selbst für IPS, also LCD gehört das ja zur Oberklasse, 26% über dem Durchschnitt. Das macht Rang 6 in den aktuellen Charts, also immer bezogen auf die aktuelle Konkurrenz, heißt also jetzt die letzten 24 Monate, alles was ich euch da gezeigt und vorgestellt und getestet habe, liegt das 26% über Durchschnitt, also sehr hell, sehr gut von der Qualität her, sehr groß vor allen Dingen und deswegen, wie gesagt, glaube ich, kann man da absolut ein Auge zudrücken, gut mit dem Preis, aber es gibt noch ein paar andere Vorteile. Lasst mich mal ausreden. Ich möchte euch kurz noch ein bisschen was zu den Maßen sagen. Erstmal hier Umfang 79 x 157 mm und die Dicke hier am äußersten Rand 4,5 mm. Dickste Stelle ist da, wo hier die Kamera so ein kleines bisschen da rausragt. Da sind wir bei 9,0 mm und weitgehend sozusagen Durchschnitt hier 8,1 mm. Also das ist absolut okay, glaube ich, für so ein Tab-Phone. Es ist jetzt übrigens nicht 190 Gramm, wie kommuniziert von Huawei auf dem Launch-Event, sondern 194. Aber bei dieser Größenordnung macht das jetzt auch nicht mehr wirklich den Kohl fett. Also das ist absolut okay, möchte ich jetzt meinen. Und aus diesen beiden Werten kann ich dann auch jetzt berechnen, das Verhältnis von Anzeigenfläche und Gesamtgröße des Telefons. Das heißt, hier in dem Fall sind es 77%, bedeutet 77% der Front bestehen aus Anzeigefläche. Das heißt also, hier wird echt kein Platz verschwendet groß. Ihr seht ja auch hier diese schmalen Ränder. Und das ist 11% über Durchschnitt, bedeutet Rang 2 wieder bezogen auf die aktuelle Konkurrenz. Also da kann man sagen, wird das der Platz wirklich mit am besten ausgenutzt hier. Dann gibt es auch schon ein bisschen was natürlich über den Speicher. Habe ich auch schon mal reingeschaut hier. Ihr erinnert euch vielleicht, 64 GB sind es ja nominal. Jetzt muss man ja erstmal dann immer das Betriebssystem runterrechnen und wenn man es dann einschaltet, wird erstmal alles aktualisiert, was so vorinstalliert ist und dann bleiben 48,16 GB übrig. Und da ist auch nicht allzu viel drauf installiert, was man jetzt loswerden könnte, weil ich gehe mal davon aus, Facebook, Twitter, Office braucht eh fast jeder. Todoist auch, glaube ich, beliebt. Also kann man vielleicht Booking.com löschen oder so. Sonst ist da nicht viel drauf. Das heißt, lass es 48,2 GB sein. Netto ist natürlich auch reichlich, zumal erinnert euch, wir haben ja hier an der Seite noch diesen Schacht. Da kann man also entweder eine zweite eine SIM einlegen, eine Nano-SIM oder eben halt eine Micro-SD-Karte, die offiziell bis zu 2 Terabyte unterstützt wird. Maximal ja aktuell verfügbar 256 GB. Also ich glaube, damit kommt man schon ein bisschen über die Runden, möchte ich jetzt mal meinen. Ja, das war die Geschichte und dann natürlich Prozessor. Das war ja eines der interessantesten Dinger, weil das ist neuer. Der Kirin 960 mit der Mali G71, auch eine neue Grafikeinheit. Und in der Gesamtwertung, ihr kennt das ja bei mir, mehr als 50 erfasste Werte aus 15 Benchmarks, Gesamtwertung, liegt das Mate 9 dann am Ende 97% über dem Durchschnitt. Das heißt Rang 6. Und da gehen erstmal die ganzen iPhones auch von runter. Die spielen ja immer so ein bisschen in einer anderen Liga, muss man auch ganz ehrlich jetzt sein. Von daher für ein Android-Gerät ist das mit eines der stärksten überhaupt. Also mehr kann man da echt nicht mehr erwarten. Und ihr erinnert euch,
Löcher. Wir hatten ja super schnelles LTE, 600 Mbit zumindest. Erstmal nominal, weil bis die Netze hier soweit sind, ihr kennt das ja und so weiter. Und wir hatten ja auch die Kamera. Da kann ich euch jetzt noch nichts zu sagen. Das dauert immer ein paar Tage, bis da wirklich durchgetestet ist. Findet ihr dann natürlich wie immer im finalen Test. Ihr erinnert euch auf meiner Website mobiwatch.de. Und da seid ihr dann informiert, sobald der finale Test da ist. Ja, dann hatte ich euch ja auch versprochen, Akkulaufzeit, dass ich euch dazu was sagen kann. Und bevor ich das mache, muss ich jetzt einmal kurz hier euch das zeigen. Denn ihr erinnert euch ja bestimmt auch, wir hatten ja eigentlich gesagt 4000 mAh. Das ist das, was Huawei kommuniziert hatte auf dem Launch-Event. Jetzt zeigen mir hier verschiedene Apps, das ist jetzt nur ein Beispiel, alle 3900 mAh an. Gut, jetzt gibt es ja immer so einen Unterschied, ob man sagt, ist das jetzt minimal, maximal, durchschnittlich oder typisch, wie das immer so schön heißt. Das heißt, da haben Hersteller so ein bisschen natürlich Spielraum. Wir gehen mal von 3900 mAh aus, aber auch da, glaube ich, braucht man jetzt sich echt keinen Kopf drüber machen, weil in Praxistest, das ist immer Videowiedergabe, 200 Kanäle das Display, Flugmodus, da schafft es das Mate 9 auf 718 Minuten und das ist 45% über dem Durchschnitt. Rang 3 insgesamt und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass es ja eigentlich ein riesen Display hier ist, wäre es eigentlich sogar Rang 1 jetzt so, die Relation zwischen Displaygröße, Laufzeit und so. Also das Ding holt wirklich top was raus, von daher egal, ob es jetzt 3.900 oder 4.000 sind, ist ja wurscht. Also 45% Überdurchschnitt, damit sollten eigentlich auch Intensivnutzer über den Tag kommen, wenn sie es jetzt nicht extrem übertreiben und quasi nur permanent jetzt an der Kiste hängen und vor allem natürlich Display auf Maximum oder so, dann kann es natürlich trotzdem eng werden, aber im Normalfall sollten auch Intensivnutzer damit über den Tag kommen, Normalnutzer auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar auch über den zweiten, von daher also wirklich Top-Leistung, Top-Laufzeit, Top-Ausstattung und wie gesagt, deswegen glaube ich, kann man da auch mit dieser Display-Auflösung leben, zumal es ja jetzt irgendwie nicht unscharf ist oder sowas. Abschließend dann noch ein paar Details, hatte ich euch ja gesagt, zur Bedienung. Das erste ist etwas, das ist mir ehrlich gesagt dann auch in der Hektik des Launch-Events entgangen, deswegen möchte ich euch jetzt nochmal explizit darauf hinweisen. Und zwar kann man hier direkt umstellen, also ohne, dass man jetzt irgendwas installieren müsste, dass man nämlich hier jetzt wieder einen App-Drawer hat. Das gab es ja lange Zeit bei Huawei nicht. Bedeutet also, hier geht es ins Menü oder App-Launcher, wie ihr wollt. Alphabetisch sortiert automatisch und vor allen Dingen, man kann natürlich auch sehr schnell scrollen oder auch gleich hier hinspringen und natürlich dann auch oben suchen. Also, der gefällt mir ausgesprochen gut. Und vor allen Dingen, das Beste ist, wenn man jetzt sagt, vielleicht halt doch nicht, dann kann man hier problemlos wieder zurückwechseln und er merkt sich halt die Stellung der Apps. Ihr seht, hier sieht das jetzt ein bisschen anders aus, nicht, dass es irgendwie da durcheinander geschmissen würde. Ich kehre jetzt aber aus einem bestimmten Grund dann doch nochmal zu dieser Anzeige hier zurück, weil ich habe da so ein paar Sachen vorbereitet, wie ihr seht. Also wie gesagt, das ist die eine Geschichte. Dann wollte ich noch euch darauf aufmerksam machen, dass man wie immer eigentlich bei Huawei natürlich auch wechseln kann. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich komme von Samsung beispielsweise, bin es halt gewöhnt, hier zurück ist rechts, dann kann ich das auch entsprechend ändern. Oder auch noch ein viertes Icon dazu holen. Das öffnet dann gerade bei der Einhandbedienung ist das natürlich dann praktisch oben den, das Benachrichtigungscenter hier. Allerdings, was halt nicht mehr geht, und das finde ich so ein bisschen schade, dass man früher bei Huawei kommt man halt einfach per Drag and Drop sich das selbst zu ziehen. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt nach links haben möchte, wenn ich jetzt gewohnheitsmäßig beispielsweise Einhandbedienung mit links mache, dann wird es hier natürlich ein bisschen heftig jetzt hier bei dieser Größe, bis man darüber kommt. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an Android 7, dass man das jetzt momentan noch nicht hat. Vielleicht kehrt das ja zurück. Toi, toi, toi. Fände ich natürlich besser. Aber immerhin, hier hat man die Grundauswahl. Das war diese Geschichte. Und das fand ich jetzt auch klasse, was ich hier gesehen habe. App-Klonung. Das heißt, normalerweise kann man ja eine App unter Android nur einmal installieren. Wenn ich die klone, dann ist es hier möglich, dass ich die sozusagen zweimal habe, mich zweimal anmelden kann. Insbesondere bei WhatsApp könnte ich mir das gut vorstellen, wenn ich Dual-SIM mache, dass man sagt, okay, eine Karte ist beruflich, eine ist privat, mit dem einen Account melde ich mich halt dort an, mit einem anderen Account dort und kann die trotzdem parallel nutzen. Das ist natürlich super, gefällt mir ausgesprochen gut. Und dann noch ein Wort hier unten zum Thema Audio, weil das sieht ja so ein bisschen aus, als ob es hier vielleicht Stereo gäbe. Und das ist es, ja, jein, also nicht wirklich. Sprich, das hier ist rein für die Optik, nur hier kommt was raus. Und ich kann euch das ja einmal kurz, deswegen habe ich das hier so ein bisschen vorbereitet, einmal was vorspielen, ein bisschen so, okay. Ich hoffe, ihr hört jetzt was. Und wenn ich hier das mal zuhalte,
kommt nicht mehr allzu viel raus. Der Rest, was ihr noch hört, das kommt von hier oben. Also wirklich unten links ist taub. Hier oben sind sozusagen die Höhen. Und hier unten, das sind Mitten und Bässe. Hören wir uns natürlich auch in einem Soundcheck noch mal näher an. Und dann können wir uns das immer vergleichen. Aber schon mal als erste Info, ja, so wirklich Stereo ist es eigentlich nicht. Und das wäre natürlich schön, gerade für zum Beispiel Google Daydream oder sowas, stelle ich euch auch noch mal in einem separaten Video vor, weil das ist ja auch Daydream-kompatibel. Also habe ich hier leider nicht Stereo, wäre natürlich schöner gewesen. Na gut. Dann last but not least, was zum Thema Gamecheck. Ihr wisst, ich überprüfe hier immer mit Gamebench, sozusagen als Praxischeck. Wie macht sich das denn so für Gamer? Und da liegen wir hier bei nominal 59, aber oftmals, ihr seht hier jeden einzelnen Frame, auch bei der maximalen Rate von 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, das Ding läuft wirklich flüssig. Und ich habe hier auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Den Ton brauchen wir dafür jetzt allerdings nicht. So, dass ihr einmal kurz was sehen könnt. Also ich jetzt hier nicht groß rumspielen oder sowas, vor allen Dingen auch kein Blut vergießen, soll ja alles schön jugendfrei bleiben. Einfach nur mal, dass ihr ungefähr einen Eindruck davon bekommt, wie das denn jetzt hier, gerade so auch bei schnellen Bewegungen, überhaupt kein Problem. Das heißt also, da kann man auch als Gamer nicht nur sagen, okay, das ist jetzt auch in der Theorie, in den Benchmarks angenehm schnell, sondern auch wirklich in der Tat für Gamer hervorragend geeignet. So, ich mache mal eben kurz die Düse hier wieder, bis da hinten, damit ihr euch das noch mal ein bisschen angucken könnt. Aber ihr merkt schon, das ist absolut okay. Und wie gesagt, 60 Frames pro Sekunde oder auch 59. Das heißt, das ist wirklich das Maximum, was man als Gamer aus diesem Spiel jetzt hier rausholen kann. So, alles Weitere dann im finalen Test, wie immer auf meiner Website mobiwatch.de. Natürlich auch vor allen Dingen insbesondere hier, wie schlägt sich die Kamera, natürlich auch die Audioqualität und vieles mehr. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein als zweiter Eindruck hier vom Huawei Mate 9. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.